Dieser Mercedes ist in seiner Heimat Deutschland eher eine Seltenheit. Schließlich stellt das siebensitzige Luxus-SUV mit einer Länge von 5,12 Meter seine Besitzer bei der Parkplatzsuche vor eine knifflige Aufgabe. In den USA, wo der GL gebaut wird, zählt er allerdings zu den beliebtesten SUV-Modellen. Das liegt unter anderem an seiner üppigen Ausstattung. Neue Motoren sollen den neuen GL im Schnitt 20% sparsamer machen als seinen Vorgänger. Am besten erfasst man die Dimensionen des Fahrzeugs, indem man einmal drum herum geht. Der große Lufteinlass wirkt bullig. Unser Testmodell steht auf 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Um den Einstieg zu erleichtern, hat der GL seitliche Trittleisten. Für rund 2.300 Euro Aufpreis bietet Mercedes außerdem ein On- und Offroad-Paket an, das die Fahrqualität im Gelände steigern soll. Über einen Drehschalter wählt der Fahrer zwischen 6 verschiedenen Fahrprogrammen. Sie passen die Fahrzeugkonfiguration an die Fahrsituation und die Fahrbahneigenschaften an. Der Schneemodus ist auch für das Fahren mit Schneeketten ausgelegt und bietet optimierte Kurvenstabilität. Auch die Schaltprogramme des Automatikgetriebes werden angepasst. Trotz des satten Gewichts lassen die Fahrleistungen manchen Sportwagen blass um die Nase werden. 250 Kilometer Spitze in 5,4 Sekunden von 0 auf 100. Bezahlt wird das allerdings mit einem ebenso beeindruckenden CO2-Ausstoß von 262 Gramm pro Kilometer. An Bord ist alles gediegen, klar, übersichtlich, wenn man es wohlwollend betrachtet. Nicht ganz so freundlich Gesonnene finden es schlicht langweilig. Der GL ist definitiv kein Wagen für die Design-Avantgarde. Das Sympathische daran, er versucht es auch gar nicht erst. Technisch ist der GL eng mit der Mercedes M-Klasse verwandt, allerdings noch mehr auf Komfort getrimmt. Zum Serienumfang gehört das Luftfederungssystem R-Matic, das eine maximale Bodenfreiheit von 30 cm ermöglicht, sowie ein Seitenwindassistent.